Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Nachtaufnahme mit Paxis. FIFA 18 Ultimate Team. Und nachdem wir die letzten zwei Spiele zwar nicht haushoch gewonnen haben, aber immer zu null gespielt und mega dominiert haben, hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Das war echt super krass. Also solche Spiele zwei nacheinander habe ich noch nie gehabt. Beide Gegner in der ersten Hälfte null Schüsse abgegeben. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Hm, 78er im Sturm, das könnte... Oh, den Spieler nicht mit voller Chemie, genau wie den rechten Stürmer. Wo mir gerade Hardy, Vardy, nicht Hardy, Vardy, spielt auch nicht mit voller Chemie. Dafür zwei krasse Legenden drin. Mal schauen. Er wird wahrscheinlich wieder direkt wechseln, oder? Nee, doch nicht. Okay, krass. Der spielt zwei schlechte Stürmer ohne volle Chemie, die wahrscheinlich einfach nur super schnell sind, war die auf jeden Fall. Und dann aber zwei krasse Legenden, das kann ich nachvollziehen. Wir haben leider einen kleinen Stellungsfehler drin. Danke, Siri, gut, dass du dann doch noch mitmachst. Schade. Schön gemacht mit Lichtsteiner. Luck. Ich glaube, in dem Spiel wird es nicht so wie in den letzten beiden. Also gerne gewinnen, aber ich glaube nicht, dass ich so dominieren werde. Da hat der Gegner jetzt schon viel mehr gemacht als die anderen in der ersten Hälfte. Hätte ich meine Schusstäuschung nehmen sollen oder so, das war schlecht von mir. Das war auch nicht so gut. Leider abgefälscht. Krass gehalten. Scheiße. Da kriege ich den Ball, dann wird er so scheiße angenommen. Okay, wir müssen mal ein Tor machen. Schade.
faul, Freunde. Geht dann aber auch schöne Fehler drin. Die Flanken muss ich mir schenken, ey. Er scheint auch ganz gerne mal aggro drauf zu rennen, oder? Absolut verdient. Wie er gerannt ist. Absolut verdient. Schön ins kurze Eck gedreht, weil sie damit oft nicht rechnen. Denken immer, man dreht sich ins lange Eck. Abseits, fuck. Alter, das ist auch so wieder so schlecht gespielt von ihm. Okay, und hier habe ich gedacht, ich kann ihn überlaufen. Hat leider nicht geklappt. Ja, ist nicht ganz so krass dominant wie die anderen beiden Spieler, aber schon stark in die Richtung. Gegner hat einmal geschossen. Oh mein Gott. Ich hätte es so verdient gehabt, ein Tor, ey. Oh, gut antizipiert.
Immer in meine Ecke. Och, wie bitte? Oh, ein Idiot. Oh nein, so ein Scheißlacker, ey, so unverdient. Mit seiner Legende. Oh, egal. Machen wir halt ein 2-1 draus. Och, aus der Situation dann noch ans Lattenkreuz oder ans Alu, das ist krass. Schade, dass der nicht reinging. Verdient wär's. Geil geklärt, ich habe übrigens nicht auf Klären gedrückt, das war wieder so ein CPU-Klären. Schieß doch, och, das geht mir am Sack, ey. Schönes Feuer. Icardi, 79. So wie sich's gehört. Schönes Tor. Und absolut verdient, logischerweise. Hat er sich auch für einen Moment in die falsche Richtung orientiert mit seinem Verteidiger auf dem Ballführer und deswegen war dann für Icardi der Platz. Danke, dass der nicht reingeht. Jetzt versuchen wir mal Zeitspiel.
Ach, ich wollte eine Schusstäuschung machen. Verdammte Scheiße, Mann. Hab dreimal auf Passen gedrückt und dann, als ich das vierte Mal auf Passen drück, haut er sowas raus. Zum Glück holt sich Lichtsteiner den Ball wieder. Oh, nice luck. So, es ist jetzt bitte vorbei hier. Ich wollte gerade sagen, wie lange ist denn die 2 Minuten Nachspielzeit hier? Absolut verdient, wenn es auch hinten raus ein bisschen knapp geworden ist. Ah, Icardi macht schon wieder 2 Scorerpunkte. Doch, doch, das ist schon auffällig. Mich würde es auch nicht wundern, wenn Icardi wirklich die 2 oder knapp 2 Scorerpunkte auf lange Sicht halten würde. Also, da habe ich echt gedacht, bei Mertens hat er echt schon geile Tore gemacht und diese 1,5 waren ja echt schon nicht schlecht. Aber Icardi übertreibt es halt doch wieder. Tja, ich hätte ihm halt auch vertrauen sollen. So, jetzt Bundesliga. Nachdem Werner sich auskuriert hat. Machen wir mal die seltenen Silberverträge alle. So, weiter konzentriert spielen und den Gegner abfertigen. Oh. Ja, geil. Ronaldo als Leihspieler und dann noch irgendeine Legende. Der sehr merkwürdig aussah, die Legende. Schön gemacht von Ginter und ich habe schon dreimal auf Passen gedrückt. Ah, das war richtig schlau von mir. Das war noch schlauer. Leider gut gespielt. Mein Kimmich macht einen bescheuerten Schritt.
Mist. Das war leider gut gespielt. Da sollte der Ball nicht hin. Aber ich sehe Chancen auf jeden Fall noch. Da soll der Ball nicht hin. Das ist ein interessanter Einsatz. So eine gute Idee, scheiße. Oh, was war denn das? Hat er ein Glück, dass es im Strafraum war. Außerhalb wäre es ein Foul gewesen. Scheiße, er hat genau einmal geschossen, genau wie ich. Geil. Eigentlich haben mir meine Angriffe ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, soll ich auf 4-1-2-1 vorwechseln? Aber er hatte logischerweise auch die beste Chance im Spiel. Ist auf jeden Fall von den Gegnern jetzt von den letzten der Beste. Die anderen waren deutlich schlechter. Oh, so ein Scheißlacker, ey. So ein Scheißlacker. Komplett unverdient, dieses Tor. Ah, sorry, das ist nicht verdient. Das war auch nicht geil rausgespielt. Es war einfach gelackt auf außen mit dem Scheiß Valencia.
Jetzt gehe ich auf jeden Fall aufs 4-1-2-1 vor. So, Anschlusstreffer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich wechseln soll. Jetzt habe ich ja gerade den Anschlusstreffer. Ach ja, und wieder mal Arangues, geiler Schuss. Naja, ich probiere es erstmal weiter damit. Ich habe gerade ein Tor gemacht. Scheiße, Mann, dieses 2-2, dieses 2-0. Klickt noch ein Fuß dazwischen. Wir dürfen wieder mal nicht wechseln, das geht mir auch im Sack. Ja, was soll ich machen? Ich hab's gesehen, aber. Oh, danke, Radecki. Danke, Radecki. Ich muss das Spiel irgendwie noch drehen. Wenn ich irgendwann mal Elite 3 werden will, muss ich solche Spiele drehen. Ich darf solche Spiele nicht verlieren. Vor allem nicht in regulären Spielzeit. Es ist einfach nicht verdient, dass der Gegner gewinnt. Es muss mindestens das Unentschieden her. Es ist einfach so. Wenn ich das nicht schaffe, solche Spiele hier zumindest bis ins Elfmeterschießen zu tragen oder eben zu gewinnen, dann wäre ich auch nicht Elite 3.
Oh Gott, so schlecht. Da hätten einfach nur. Hätten einfach nur direkt machen müssen und es wäre ein Tor gewesen. Aber er hat noch angenommen. Kann natürlich sein, dass es der Gegner, dass der Spieler selber macht. Scheiß Jordi Alba. Oh, ich hasse dich, meine Fresse. Ja, wir werden es voll verlieren, wie es aussieht. Ach, Mann. Pass sollte logischerweise nicht dahin gehen. Ah, jetzt geht er auf Zeit nachzuvollziehen. Würde ich auch so machen. Ja, das war's leider. Nicht verdient, aber so sind die Spiele halt. Die gehen nie verdient aus oder fast nie. Oh, fick dich einfach. Den Angriff musst du doch noch durchgehen lassen, ey. Überlege, ob ich noch eine Aufnahme mache oder ob ich es sein lasse. Drei Spiele gewonnen, eins verloren. Ich glaube, ich starte noch eine Aufnahme, wenn ich das erste Spiel gewinne. Mache ich auch das zweite. Wenn ich das erste Spiel verliere, dann. Das zweite muss sein lassen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.